Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Subsistence mit mir, den Kabin. Und ja, wir haben in der letzten Folge Elche. Na, Elche ist auch falsch. Gibt ja hier wirklich Elche. Rehe platt gemacht. Konnten uns dadurch die Pasta herstellen. Also wir haben jetzt ja 5 Pasta. Pasta. Also Strom. Also jetzt haben wir insgesamt 6er. So, ja. Strom könnten wir uns herstellen, aber das ist jetzt erstmal nicht unser Doktor. Also wir versuchen jetzt gerade ein bisschen die Barren zusammenzubekommen. Wo wir eigentlich hoch auf dem guten Weg sind. Denn wir wollen uns einen Ofen herstellen. Den da. Und der ist ganz schön teuer. Wenn ich jetzt überlege, ich brauche noch Masse, 150 und 1000 Strom. Und wenn ich hier überlege, was du hier an Strom rauskriegen tust, das ist ja... Bescheiden ist, ja, das ist, weniger als bescheiden. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Bin außerstande, das in Worte zu fassen. Weil es ist nämlich kacke schwer, hier das Zeug zusammenzukriegen. Wenn ich jetzt überlege, dass ich dafür 20 Stück brauche, und da brauche ich auch 5 für. Löft. Da brauche ich 15 und auch 3. Löft. Sieht so aus, als ob wir nie kriegen werden. So, was kostet denn das nächste? Also, für den Sommer bräuchte ich eine Klima. Kostet 4 Barren. Ach, scheiß drauf. Klima ist Luxus. Ich kann auch hier ein bisschen Wasser springen. Gut, aber dadurch ist der Wasserverbrauch doch schon ein bisschen heftig. Nicht, was ich kompensieren kann. Nicht kompensieren kann. So, ich hab ja alle da. Siehst du? Das ist halt ja kein Problem. Bloß ein Problem, wenn du daraus ein Problem machst. So, das esse ich auch jetzt. Esse ich jetzt alle 5? Ja. Rind in den Kopf. Dann passt das schon. So, Kräuter nicht. Tomaten. Tomaten könnten rinnen. Karotten habe ich. Schwiebeln. So. Ja, ist also Intervall. Ich weiß, aber hey. Siehst du, und ich wollte eigentlich hier auch noch einen 9 Kasten hinsetzen. Und ich glaube, das ist das Einzige, wo ich keine Barren brauche. Genau. Brauche ich bloß Strom und Masse. Ja, ich krieg eine Krise. So. Den noch. Den brauche ich noch. Dann kann ich mir einen Herd machen. Ich schwitze mir eine Bolle. Und die Spüle läuft immer noch. Ich habe natürlich das extreme Programm genommen. Mit 2 Stunden und ein paar zerquetschte. Sag mal, das Ding ist ja die ganze Zeit jetzt schon an. Was habe ich denn? Ich habe 55, die gerade rinkommen an Strom. Wie gesagt, da bräuchte ich nämlich die Pasta. Das haut genau hin. Aber da müsste ich dann wieder Mäuchen. So, ich mach das aus jetzt. Zack, Bums. Strom sparen hier. Kann ja wohl nie wahr sein. Zack, Bums. Palera. Jetzt haben wir das fertig. Wo stellt denn den hin? Hier, schön an Fenster kochen mit Seeblick. Und der Panorama? Ja, leck mich am Arsch. Dafür würden Leute jetzt Kohle zahlen. So ein Schwein. Ich könnte, wenn ich wollte. Es wäre so einfach. Nee, nee. Heute durfst du mal weiterleben. So, warte mal, ich vermisse eigentlich. Warte mal kurz.
Der Fisch, der muss ja so oder so weg. Da. Da, da, da. Dö, 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 dö. So. Sprach Zarathustra. So, warte, ich werde mal da den Dings anschmeißen. Den kann er nämlich Strom produzieren. Und dann ist es gut. Schmeiß an das Ding. Ich werde jetzt ein bisschen Holz uns besorgen. Was ist denn hier noch drin? 13 Stück. Schnicke. So. Ach, halt die Klappe. Ihr dürftet doch eigentlich ja nicht fett kriegen, solange ich hier drauf stehe. Ach, das ist bestimmt, weil ich auf dem Stein gestanden habe. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Da war ein Wolf, den habe ich nie gesehen. Naja. Wie Wischiwaschi und so. Gut. Segen und Fluch. Also, du hast zwei Kumpadres, die bei dir aufpassen. Aber gleichzeitig sind die für dich auch ein Problem. Ist das ein Problem? Gut, das hoch. Ui. Der ist ja ganz schön anhänglich. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Rinn in die Wasser. Der viel spielen. Hoch und runter. Schwimmen. Hoch, runter. Schwimmen. Hoch, runter. Hoch, meinte ich. Runter. Schwimmen. Hoch. Hoch. Schwimmen. Hoch. Runter. Runter. Hoch. Weil der ist nämlich immer noch hinter uns. Hoch mit dir! Das ist kacke, ich war schon drauf. Flup. Ey, was ist denn das für ein Kack? Ich war doch schon drauf. Ich chill bloß hier. Und warum ist unser Bett schon wieder nicht aktiviert? Was ist denn das für ein Murks? Wo ist er? Ach ja, stimmt ja. Um den aktiviert zu lassen, musste ja genug Strom haben. Was für Blödsinn.
verstehe ich nicht. Warum der das deaktiviert? Das ist mir... Echt Zufälle. Und Munition herstellen. Abbrechen. Ich hab doch noch die Schrutze. Mensch! Hör auf rumzuzittern! Wir haben ganz andere Probleme. Dann Bär. Komm klar. Der kann meine Hütte auseinanderreißen. Der Spun. So, Level 5. Löft! Den kriegt doch nie mehr weg. So. Hat der natürlich den Vorteil, ich friere mir nämlich gerade den Arsch ab. Ey, kann nicht wahr sein. Tut mir sorry. Ja, okay, ich werde ein bisschen nachhellen. Das, glaube ich, funktioniert. Warte mal. Komm! Nee, das ist falsch. So nah wollte ich denn doch nicht. Das muss reichen. Warte mal. Verschwinde jetzt nicht. Boah, Alter. Ich hasse das Spiel für sowas. Aber auf andere Art ist es schon wieder geil. So, wo ist er jetzt hin? Hä? Hä? Wo ist er jetzt hin? Da unten ist er. Ich hab mich fürchterlich gerecht. Alter, weiter. Fürchterlich wird meine Rache sein. Gut. Die Tode, die waren natürlich jetzt richtig geil. Aber die Nacht ist um. Alter, war das ein Kack. Gut, jetzt dürfte ich aber auch mittlerweile ein bisschen Strom haben. Aber was ich nicht verstehe. Ich muss gleich mal gucken, was das Bett fressen tut an Strom. Versteht ihr nicht, warum ist es an Strom angeschlossen? Macht doch ja keinen Sinn. Das ist die dümmste Überlegung, die der Entwickler gemacht hat. Echt mal. Wie dumm ist denn ditte? Das kostet 300 Strom. Also musst mindestens 300 Strom haben, dass das laufen tut. Also wenn du immer sterben tust, ziehen 300 Strom weg. Versteh ich doch richtig, oder? Ist das ein Rotz? Sorry, das ist das Blödeste, was es gibt. Ja. Ja, das ist so. Ein Bett, was Strom verbrauchen tut. Was ist denn das für ein Schmuh? Hey, keine Ahnung. Was er sich dabei gedacht hat, wahrscheinlich ja nicht. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Gut, haben wir heute ein bisschen Aufregung gehabt? Alle für ein bisschen Fleisch? Ja, eigentlich für ein bisschen Holz. Hey, das kannst du keiner erzählen. Das geht nicht. Das muss der ändern. Vor allen Dingen, was sucht das Mistvieh auf unsere Base? Gut, wie gesagt, das ist ziemlich tief im Wasser. Ich glaube aber eher, dass er nicht freiwillig so ruft. Der hat uns gegriffen. Und war in dem Moment oben gleich drauf. Ich glaube, das ist die Bug.
dass der sich hochgebackt hat. Weil irgendwie ist mir das komisch. Hey, aber ich habe einen 5er Bären platt gemacht, ne? Müsste ich mal festhalten haben. Ein 5er Bär ist nicht von schlechten Eltern. Ehrlich gesagt, ich hätte jetzt nicht direkt, dass es funktioniert. Ich habe gedacht, das kostet so viel Munition, dass das ja nicht reicht. Ja, dann hätte ich jetzt beendet. Bin ich ganz ehrlich. Das wäre dann der Fahne gewesen, wo ich gesagt hätte, nö. Und erst dann später belaufen. Also sind wir jetzt bei, was habe ich gesagt? 10 Tode hatten wir. 2 kommen dazu, sind wir jetzt bei 12. Läuft. Kannst du mal machen. Die Finnischen, die sind ganz schön krass, wa? Also, ich glaube nicht, dass das ein normales Bärenverhalten ist. Verdammt nochmal. Braucht da eine Tür oder wie gesagt, ist nicht okay. Was soll's? Eieieiei. Ich stehe jetzt voll auf dem Schlauch. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Es ist deprimierend. Genau, das ist das Wort. Machen wir nämlich hoch mit drin, weil wir jetzt wie 3 Stück. Wie gesagt, ich kann die immer mal brauchen. Solange Streichhölzermangel sind. Mal das nehme ich nochmal raus. Das kann jetzt darin. Ach da. Zünd an. Gib mir die Fleten ja erstmal hier. Gut. Dadurch haben wir jetzt 1-2 Fleisch. Ich werde jetzt hoch 1-2 Fleisch brauchen, um mich hoch zu peppeln. Der kriegt nie wieder meine Level zusammen. Wenn es so weiterhin tut. Gut, passt noch. Naja, gut, 800 haben wir jetzt zusammen. 150 brauche ich. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal hier die Masse. Logischerweise. Bleibt mir nichts anderes übrig. War nicht, ne? Yep. Ja, zum Glück geht das schnell. Und wir kriegen ja noch 1-2 Öl dazu. Das ist ja nicht das Problem. Hauptsache, wir kriegen unseren Ofen. Also, das muss heute wenigstens fertig gemacht werden. Egal, wie lange das dauert. Nach die 2 Tode, ich will irgendeinen positiven, wenn man das überhaupt noch positiv sehen kann. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. So. Oh, ich habe mich ja hier recht. Nicht ein Erfolgserlebnis. So. Nächstes Hühnchen. Und auch gleich mit drin. Alter, weiter. Verdammt. Nee, andersrum. Auch die Kisten. Oder was heißt, ich brauche? Ich will sie. Ich will die Kisten. Wir müssen ganz schnell wieder hoch. Oder beziehungsweise ich muss dann daran denken, dass ich unser Bett wieder aktiviere. Obwohl, ich habe das ja jetzt eben ausgegeben, ne? Das ist ja dann abgespeichert, oder? Ja, keine Ahnung. Hey, Baumwolle! Yay! Was ist das? Das ist was Jutet. Deswegen bin ich runtergegangen. So.
Jetzt sieht's weiter. Ist doch falsch, Gabi. Ich wollte es doch machen. So. Nochmal. Wie sieht's hier aus? Okay, okay. Wir kommen schon langsam ran. Dann wollen wir hier das Essen nicht mehr machen. Nächste, was wir dann machen müssen, sind hier dann die Töpfe und Pfannen. Und also Pfanne, Ditte und Ditte. Aber irgendwie vernünftig essen. Aber wie gesagt, hier, guck mal, das kostet doch auch schon wieder. Alter, hier brauche ich ja auch schon wieder 5 und 4. Was ist denn das für ein Blödsinn? Alter, macht der das selber? Bin ich heute ein bisschen in... Das ist doch nicht normal, ist das da. So wird das nicht. Naja, wie gesagt. Muss ja noch mindestens 1-2 Stromdinge auf Dach auf. Ich glaube, dann sieht das ganz anders aus. Ich hoffe es. Mir wurde gesagt, also da muss ich mindestens 3-4 Stück oben drauf haben. Und das mache ich jetzt auch. Und wie, das funktioniert nicht. So, zack, rein. Sicher. Los, mach hinne. Alle zu lange. So, das dauert auch noch. Das dauert auch noch, aber Sonneneinstrahlung plus 50%. Okay, jetzt ist die Sonne fast weg. Und hier sind so ja 69. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das Ding hat doch mehr Sonne als das. Das ist alles. Rigged. Ach so, Maus, das Ding hier. Das zusammen. Oh, jetzt ist noch Strom. Da, da. Naja, die nächsten Krieg haben wir jetzt erstmal ein bisschen was. Alter, Feiler. Naja, gut, wa? Da machst du erstmal eine Scheiß auf Kosten. Ich will das heute fertig haben. Wie gesagt, wir haben jetzt alles soweit fertig. Brauche bloß noch Ditter, dann brauche ich Ditter. So, jetzt haben wir das nämlich hoch. Ich werde hier rumrennen jetzt wie ein Känguru. Eisen. Alle zusammen. Jetzt hängt das wirklich bloß noch an Strom. Weiter. Andersrum. Andersrum, Kapi. So, Zwiebeln habe ich gegen 2 Stück. Ich esse jetzt 3 Zwiebeln. Ist gut für den Atem. Jetzt fängt er an zu regnen. Ah. Ja. Wir können das heute nur bauen. Das ist das Letzte, was ich heute tue. Und wenn es das Letzte ist, ich will das haben. Und vor allen Dingen will mal sehen, was du da machen kannst. Also wenn das mir jetzt nie aus vom Hocker hauen tut, dann ist heute Rage Quit. Nee, dann ist eh heute die letzte Folge, die ich aufnehme.
Wie gesagt, ich will durchziehen, 3 Folgen pro Aufnahme. Muss reichen, nicht so viele im Voraus produzieren. Drei Folgen reichen. Und danach werden wir noch ein paar Kiepen hier entstellen. Ich werde dann hier auch noch ein bisschen... Dann fangen wir mal an, wieder hier ein bisschen rumzubauen. Dann können wir hier nämlich noch ein paar Kiepen hinstellen und dann ist es gut. Guckt, das ist denn gut. Ja, Feuer ist eigentlich neu genug da. So, na komm hier, mach mal hier ne. Die Leute warten. Na, vor allen Dingen war da. Ja. Hier Leerlauf oder was? Könnte man jetzt eigentlich so nebenbei? Und jetzt die Schnullen. Ich hab doch Schuhe gehabt. Hab ich mir wohl eingebildet, Mensch. Also, keine Ahnung. Egal. Wir haben ja was. Dann mache ich eben halt Schuhe. Wenn ich jetzt Flaschen auch herstellen, noch und nöcher, werde ich das hier alle drüber schmeißen. Oder ich hätte da hinten noch ein paar Kisten. Ich habe ja hier noch, wo ich 3 Kisten rennen kann. Ich werde jetzt eine Kiste nur mit Wasser machen. So der Plan. So sicher. Seht! Es regnet. Schon wieder. Du fängst an in Regen und hörst auf in Regen. Spiel, was habe ich dir getan? Ich sterbe doch schon für dich. Was soll ich denn noch machen? Mehr geht doch schon, Jani. Nee, das ist doch verkehrt rum. So rum. Was sagst du? Jetzt sind... Ja, Sigga. Sigga. Siggi hält er noch durch. 800, 200 fehlen noch. Oh, die Haare schielen. Das geht mir noch nicht. Und du kommst weg. Wenn du nicht weggehen tust, kommst du bei mir in den Kühlschrank hin. Zu deinen Kumpels. Dummel ist... Oh, da ist noch eine Kiste. Warum Wolle? Nee. Grüne Zeug. Wo ist denn der jetzt hin? Seht ihr den? Da ist er. Nee. Hatte ich heute schon. Keine Lust. Mhm. Da hätte ich schon Bock. Nein. Es wurde heute genug getötet. Vor eine Ike. Und nun? Warum hieten die? Gib mal. Da kommt ja so 1,2 rin. Warum dauert denn das so lange? Ich will das jetzt haben. Jetzt. Sofort. Da auch jetzt mal ein Apfel und ein Bier. Da liegt ein schönen Spritzputz hier, bitte. Hm. 100 noch. Zeit schaffe ich das Vieh zu jagen, Mensch. Also wenn ich treffen würde. Das ist natürlich die Frage.
Also irgendwie passiert da großartig nichts. Scheiße, ich werde jetzt den Bilder darin streichen, denn das ist gut. Moment mal, ich kann doch. Das geht ja auch. Und ich glaube, das war ja besser. Logischerweise. Und wie gesagt, ich habe ja doch noch ein, zwei Stücken von. Lässt das mal sein, Kavi? Das regnet gerade. Schon mitgekriegt. Passiert da irgendwas? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, was hier los? Mach mal ein bisschen hin hier. Ach ja. Ich kann sagen, kommt hier zwei. Und natürlich kommt der Bär in unsere Richtung. Ich speichere schon mal. Ich Idiot, jetzt sollte ich mal danach machen. Hey, ich hab's. So. Sparen. Und Action. Kühlschrank scheiße wären, ne? Ist jetzt das Blatt, da, seht ihr? Und das ist nämlich kacke. Und wenn ich mich jetzt sterbe, wird nicht gespawnt. Und daran hat nämlich Ideen. Und lass mich raten, das Kackding frisst nämlich hoch Strom. Und das werde ich genau hier hinsetzen. Ich will die Natur sehen zum Brutzeln. Also, ich kann mir Pommes machen. Pommes, die Fritz. Ah, da müsste ich die Pfanne drin schmeißen. Aha. Aha. Oh, Alter, gib mal Braten so richtig mit Eier, aber habe ich ja nicht. Also, spielmäßig. Also wie gesagt, ich brauche unbedingt die Teile. Ich glaube, ich kann mich hier nicht machen in der Richtung. Was das an jeden tut. Aber wenn ich jetzt eine Kartoffel nehme, muss ja mindestens für Pommes Fritz reichen. Nope. Wie gesagt, die Dinger brauchst du hundertprozentig. Ja. Also haben wir das, aber haben nichts. Liegt doch richtig, oder? Das heißt, ich muss mir aber erstmal die Pfanne machen. Da brauche ich Villa 4. Und 5. Ey, ist das ein Kack. Ich sage es euch. Gut. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ich muss mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist ein Traum. Ich hoffe, da hat euch trotzdem Spaß gemacht. Naja, mir eigentlich ja auch. Aber, ja, okay. Die Tode hätten die sein müssen. Hätte er nie gebackt. Also. Ich bin dann erstmal raus. Bis dann. Tschüss.